Jo, meine Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Fünfmal habe ich diese Begrüßung aufgenommen. Ich weiß auch nicht warum. Es ist immer die gleiche. Es ist nichts Besonderes dabei, aber trotzdem brauche ich immer mehrmals, um sie aufzunehmen. Heute haben wir mal wieder was ganz Besonderes für euch. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal hier, ne? Outfit of the Day: Grau in Grau in Grau. So macht man das, ne? Apo Red guckt jetzt bestimmt dumm. Wie bin ich da nicht drauf gekommen? Grau in Grau in Grau ist geiles Outfit, ja? Dieses Video ist gesponsert bei Red Bull, wie ihr im Hintergrund seht, und das war natürlich nur ein Scherz. Heute haben wir mal wieder was ganz Besonderes für euch, denn einige haben in den Kommentaren immer mal wieder gefragt über die letzten Wochen und Monate, ob ich nicht mal wieder über die Zeit in den USA sprechen kann. Die guten alten USA-Stories, wie ich sie damals genannt habe. Und da dachte ich mir, die Leute fragen danach und ich brauche eh Ideen für Content, erzählen wir doch wieder die USA-Stories. Nicht unbedingt die, die ihr schon kennt, sondern einfach ein paar neue. Ich glaube, ich habe ja damals auch nur eine oder zwei Stories oder so erzählt. Das erste Video war, glaube ich, so ein Introduction-Video. So ähnlich wird das ja auch, aber eine Story gibt es heute auch. Und die anderen beiden waren dann, glaube ich, irgendwelche Stories. Aber na gut. Kurz mal eine Anmerkung. Ihr seht, das mit dem Licht ist alles nicht optimal. Ich habe da mein Licht, da noch eine Lampe. Da kommt ein bisschen Bildschirmlicht für schöne, verdammte Kacke, Hintergrundbeleuchtung. Ja, deshalb sieht das alles so ein bisschen schäbig aus vom Licht her. Es ist besser, wenn man das bei Tageslicht aufnimmt, aber ich hatte heute über den Tag, ich wollte gerade sagen, keine Zeit, aber ich hatte keine Lust. Gut, was habe ich damals in den USA gemacht? Es war im Jahre 2013. Moment, 2000. Scheiße nochmal. Gut, was habe ich in den USA gemacht? Es war im Jahre 2012 oder 2013, ich glaube Ende 2012, da ging bei uns an der Schule die Anmeldungsphase los für unser Austauschprogramm mit der Partnerschule in Kalifornien in San Jose. Das findet jedes Jahr statt und ich hatte mir schon vor vielen Jahren als kleiner Junge in der 5. Klasse vorgenommen, da mache ich später mal mit. Also beworben, dies, das und bin auch in die Auswahl gekommen und dann kam es so, dass ausgelost wurde, wer denn alles mitkommt. Von 4 Jungs, die sich beworben haben, sollten 3 mitkommen. Ich war nicht dabei. Ich war selten so angepisst. Später bin ich dann über Glück noch in das Programm, oder durch Glück, in das Programm reingerutscht. Denn zuerst kamen unsere amerikanischen Austauschschüler zu uns nach Deutschland. Und im Jahr darauf sind wir in die USA geflogen. Aber als die zu uns nach Deutschland kamen, ist eine von den Deutschen aus dem Programm ausgestiegen, weil sie gemerkt hat, es macht ihr keinen Spaß. Kann ich auch nicht verstehen und ich bin jedenfalls nachgerückt und konnte dann glücklicherweise doch noch daran teilnehmen. Sonst hätte ich ganz schön was verpasst und ich könnte dieses Video hier gar nicht aufnehmen. Es war also inzwischen schon das Jahr 2013, die Amerikaner waren bei uns an der Schule und ich hatte meinen Amerikaner, meinen Austauschschüler, der hat dann bei mir zu Hause gewohnt für 1,5 Wochen. Eigentlich 2 Wochen, aber die erste halbe Woche war er halt noch bei dem Mädchen, was sich dann entschieden hat, aus dem Programm auszusteigen. Und die Zeit mit den Amis hier in Deutschland war auch schon ziemlich witzig. Ich meine, das sind 2 komplett verschiedene Kulturen, die da aufeinandertreffen, vor allem weil da viele Asiaten bei waren, denn in San Jose wohnen viele asiatische Amerikaner. Es sind dann praktisch 3 Kulturen, die aufeinandertreffen. Deutschland, Amerika und China, Japan, Korea, Vietnam waren die 4 meistvertretenen Nationalitäten da. Oder die meistvertretenen Herkunftsländer. Gut, nach insgesamt 4 Wochen Aufenthalt der Amerikaner in Deutschland sind die wieder zurück in den Flieger, zurück in die USA, an die Westküste und nicht ziemlich genau ein Jahr später, ein bisschen weniger als ein Jahr später, sind wir dann sozusagen nachgeflogen, auch nach Kalifornien. 20 Schüler insgesamt von unserer Schule. Das war damals, wie alt war ich damals? 17, glaube ich, ja. Wir sind also dann in die USA mit dem ersten Ziel San Francisco, sind dann ein bisschen durch San Francisco, dann nach San Jose, wo unsere Austauschschule war, da zu den anderen Amerikanern, die wir im Jahr vorher schon getroffen hatten, in die Familien, in die Schule, da dann wie gesagt 2 Wochen verbracht und dann noch 2 Wochen Los Angeles und Yosemite gemacht, nur um euch jetzt mal so einen kleinen Überblick zu geben, was da in diesen 4 Wochen passiert ist und warum ich überhaupt da war. Die Story, die ihr jetzt hören werdet, ist aus der 2. oder 3. Woche, wo wir halt an der Schule waren in San Jose. Und an der Schule war es so, dass die Deutschen, beziehungsweise die Amerikaner, als sie in Deutschland waren, auch vor den
Klassen der Gastschule, vor den Klassen der Highschool ein Referat halten sollten. Das Referat sollte dann irgendein deutsches Thema sein. War ein nerviger Prozess, das mit allen 20 Leuten durchzukauen, dass da jeder irgendein scheiß Referat hat. Aber ja, unser Thema war, weiß ich gar nicht mehr genau, irgendwas mit deutschen Kultur und Traditionen, was weiß ich, Bier, Fußball, Autobahn, das waren die drei wichtigsten Sachen. Und alle zwei Tage mussten wir diese Referate in einer anderen Klasse halten. Man hatte also alle zwei Tage den gleichen Scheiß zu tun, sage ich mal, in der Hinsicht. War aber nicht so schlimm, war ganz chillig. Man hat immer interessante Klassen getroffen. Bis auf eine Klasse, obwohl, die war auch interessant, aber es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Denn ihr wisst ja sicherlich, dass in den USA sehr viele Mexikaner als Einwanderer leben. Und da gab es eine Klasse, da waren nur Mexikaner. Und die waren noch nicht lange in den USA und die konnten schlechter Englisch als wir Deutschen, ja. Und wir haben das Referat vor denen gehalten, die haben die Hälfte nicht mitbekommen und wollten dann Fragen stellen und haben die uns einfach auf Spanisch gestellt. Ich hatte 2-3 Jahre Spanisch in der Schule, aber mehr verstehe ich auch nicht, ne. Die Lehrerin war dann aber wiederum so nett und hat gedolmetscht sozusagen, hat die Fragen für uns übersetzt und dann unsere Antworten für die übersetzt. War ein bisschen komisch, weil in der USA und dann, ne, wird man da mit Spanisch bombardiert, da rechnet man ja nicht wirklich mit. Aber okay, halb so wild. Irgendwann war das dann aber ein bisschen langweilig, ne, immer die Referate machen und dann noch in der Klasse da rumsitzen, war langweilig. Eines Tages haben wir unser Referat gehalten und haben dann zum Lehrer gesagt, yo, Herr Professor, Dr. Mr. Lehrer, wir müssen noch woanders ein Referat halten. Sagte er, kein Problem, verpisst euch, ne, sind wir weggegangen. Und dachten uns, verbringen wir die Zeit doch mal bei McDonald's. Also haben wir das Auto von unserem, von dem Gastschüler meines Kumpels bekommen. Jeffrey hieß der. Der hat uns dann seinen Prius gegeben, mit dem wir richtig umweltfreundlich durch San Jose kurven konnten. Wir sind also dann mit dem Prius vom Schulgelände runter und zum McDonald's gefahren, haben da gefrühstückt und sind dann zur Pause, glaube ich, wieder zurück zur Schule gefahren. Streng verboten, erstens von der Schule und zweitens von unseren Lehrern, aber badass wie sonst was, hat mich das natürlich nicht gejuckt und ich bin mit meinem ebenso badassen Kumpel zu Max gefahren. Zwei Tage später, wieder Referat gehalten, gleiche Ausrede. Jo, Herr Kollege, Professor, Dr. Mr. Dude, Lehrer, wir müssen noch ein anderes Referat halten. Alles klar, verpisst euch, wir gehen. Diesmal haben wir aber kein Auto. Nicht so schlimm, denken wir uns, Max ist eh nicht so weit weg, gehen wir einfach. Wir gehen also ganz normal vom Schulgelände runter und sage und schreibe 30 Sekunden, nachdem wir das verdammte Schulgelände verlassen haben, kommt hinter uns ein Auto. Und nicht irgendein Auto, sondern es ist ein verkacktes Polizeiauto, das macht einfach mal kurz wiu wiu und hält uns an. Da stehst du da erstmal, ne? Als Deutscher in Amerika, fremdes Land, du kannst zwar die Sprache, aber du bist der nicht so mächtig wie der Deutschen und du wirst von einem amerikanischen Polizisten angehalten, von dem du schon so viel gehört hast, dass er dich gleich erschießt oder sowas. Jedenfalls hält dieser Typ neben uns an, Fenster runter, sagt, ja, moin Kollegen, warum geht ihr denn von der Schule weg, ne? So, habt ihr keine Schule? Seid ihr am Schwänzen? Soll ich euch erschießen? Das hat er nicht gesagt, aber hat er gedacht. Und wie das eben so ist in einer fremden Sprache, die Improvisationskünste sind ein bisschen eingeschränkt. Auch wenn man die Sprache gut kann, in der Muttersprache schafft man es besser, die Gedankenstränge so ganz schnell zu verbinden, dass man eine gute Antwort zusammenbauen kann. Ob das dann eine wahrheitsgemäße Antwort ist oder eine dreiste Lüge oder Ausrede. Glücklicherweise versagten meine Improvisationskünste in diesem Moment nicht. Und ich sage ihm so, ja, Herr Officer, Kommissar, was auch immer, wir sind Deutsche, wir sind hier zu Besuch an der Schule, eigentlich gehen wir hier gar nicht auf die Schule, deshalb auch keine Schulpflicht, und wir haben hier nur einen Gastvortrag gehalten und gehen jetzt. Da hat er erstmal skeptisch geguckt, aber tatsächlich wollte er nicht mal unsere Ausweise sehen und hat gesagt, okay, you can go. Und dann haben wir das auch gemacht, ne? Sind weitergegangen zu Meckes. Ihr könnt euch ja in den Kommentaren mal eine gute Ausrede einfallen lassen, die ich hätte sagen können. Und wenn da eine gute, witzige dabei ist, dann lese ich die im nächsten Video vor oder sowas. Aber ja, ist halt anders in den USA, ne? In Deutschland hatte man nie Probleme beim Schuleschwänzen, ne? Auch wenn man da einem Polizisten über den Weg gelaufen ist. Ich sag mal, die schauen da nur drauf bei so wirklich
ganz klar jungen Leuten, die 5., 6. Klasse sind, die auf jeden Fall noch in die Schule gehen müssen. Weil ich glaube, ab 8. hast du ja keine Schulpflicht mehr oder ab 9. Falls ihr noch in der 8. oder 9. seid, bleibt in der Schule. Gut, das war das erste Video der wiederbelebten USA-Story-Serie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt über die Zeit in den USA. Oder irgendwas, was ich damals erwähnt habe, was ich nochmal wieder aufarbeiten soll in der wiederbelebten Serie. Und ja, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.